Der Weg ist anspruchsvoll. Ich stelle mich heute auf Sylt-Campen ein. Damit habe ich heute nicht mehr gerechnet. Oder auch überhaupt nicht. Damit habe ich nicht gerechnet, dass der Anhänger einfach auseinanderbricht. Ja, das ist richtig kacke jetzt. Das ist richtig kacke jetzt. Das ist nicht so gut. Einen wunderschönen guten Morgen aus dem Zentrum der Niederlande. Wir sind in Thielen. Genau, das bist ziemlich genau geografisch in der Mitte. Oh, der Kaffee ist fertig. Der Kaffee ist fertig. Ist geil, der löscht sich immer selbst. Dadurch, dass einfach der Kaffee überschwappt und die Flamme tötet. Ja, ich bin hier gestern auf diesem wunderschönen Bauernhof geführten Campingplatz angetroffen und habe das Riesenglück, dass der erst Ende dieser Woche eröffnet und deswegen ist hier einfach gar nichts los. Ich durfte trotzdem bleiben. Ja, der kleine schwarze Hund findet das auch ganz okay hier, weil er hier einfach chillen kann. Er ist auch ganz fest an seiner Leine. Da ist die Leine an dem Hund und hier ist die Leine mit einem Siemens Lufthaken mit 400 Kilo Tragkraft befestigt. Einzige kleine Problem, was ich habe, ist mein Zelt. Ich musste heute ohne Decke schlafen. Ich habe leider gestern beim Abbau hier so am Rand quasi so ein Ding abgerissen. Da werde ich jetzt heute mal nach Nähgarn suchen oder vielleicht nach einem Laden, die mir das auch nähen können. Homeoffice ist auch schon aufgebaut. Da auch gerade einen kleinen Notfall auf der Arbeit. Der wird mich jetzt auch noch ein, zwei Stunden kosten. Das heißt, ich werde jetzt noch ein bisschen sitzen bleiben. Möglicherweise sogar hier bleiben heute. Das weiß ich noch nicht. Ich werde das nach dem Kaffee entscheiden. Ja, das weiß ich noch nicht. Aber wie immer, das werden wir wieder sehen. Und dann wird das wieder ein super Tag. Wetter spielt auf jeden Fall mal wieder mit. Und schauen wir uns mal das Herz in den Niederlanden an. Wir sind jetzt in Thiel, in der Innenstadt. Hier bin ich gestern schon mal ganz kurz durchgerollt. Und ich bin jetzt auf der Suche nach irgendwas, was so aussieht, als könnte man da Nähgarn bekommen. Oder vielleicht sogar so eine Nähstube, die mir einfach mein Zelt reparieren. Ja, dann gibt es einen Supermarkt. Vorräte wieder auffüllen. Same procedure as every day. Haben die vielleicht Nähgarn? Nee. Und dann wird es ein bisschen weitergehen. Ziel heute erstmal noch unbekannt. Plan mache ich gleich. Entweder Richtung Nimwegen oder Nijmegen, wie ich es gestern gelernt habe, oder so ähnlich. Ich kann das alles echt schwer aussprechen. Möglicherweise geht es aber auch heute schon Richtung Roermond zu meiner Mutter. Ich habe ein bisschen Arbeit zu erledigen, die ich nicht am Zelt gut erledigen kann. Da wäre es vielleicht sinnvoll, mal einen festen Arbeitsplatz für ein paar Tage zu haben. Muss gleich mal gucken, ob das heute unbedingt erforderlich ist oder morgen. Polo Market hat doch sowas von Nähgarn, da bin ich mir sicher. Das sah aus wie so ein Ramschladen. Bitte wenden. Was gibt's hier noch so alles? Stomir Kleiding Reparatie. Also Kleiding Reparatie heißt doch, dass die... Es ist so witzig, ja. Ich mach gar nichts. Da, hier wird Nähmaschinen repariert und Kleidung repariert. Ja, dann fragen wir da mal nach. Wie witzig das schon wieder ist. Richtig toll. Zelt ist hier schon wieder drin. Leider war gerade der Akku leer. Also wenn ihr mal in Thiel seid, das ist der Laden. Das hat jetzt 3 Minuten gedauert. Er hat mir das wieder genäht. Und ich habe nicht mal irgendwas bezahlen dürfen. Ich wollte ihm was geben, aber er sagt, komm, die 2 Minuten Arbeit. Das ist mal wirklich sehr, sehr freundlich. Und wir haben wieder ein Zelt. Ein funktionierendes. Der Hund fiepst irgendwie. Ich glaube, der muss mal kacken. Willst du kacken? Pipi Kakakotzi? Pipi Kakakotzi? Ja? Okay. Dann schnell in den Wagen. Dann fahren wir jetzt auf die nächste Grünfläche. So, bitteschön. Einsteigen bitte. Danke. So, dann schnell auf die Wiese. Und dann gehen die Einkäufe weiter. Aber das Coolste ist das Zelt. Das Wichtigste war das Zelt. Und Supermarkt gibt es natürlich überall. Thank you. Richtig, richtig nett.
ob man es hört, aber das Wetter ist schlecht gelaunt. Mit Gegenwind. Und da kommen auch dunkle Wolken. Vielleicht brauche ich heute Regenkleidung. Der Hund ist dafür sehr gut gelaunt. Dem schmecken die Temperaturen gut. Puh, das war aber gerade viel Gegenwind. Jetzt geht's wieder. Der Weg ist anspruchsvoll. Es ist sandig, staubig, unfest. Es fährt sich nicht besonders gut. Deswegen haben wir den kleinen schwarzen Hund mal rausgepackt. Die Gefahr eines Sturzes liegt derzeit bei 30-60%. Oh, Brennnessel, Brennnessel. Brennnesseln könnten auch einen Sturz verursachen. Panische Ausweichmanöver zum Beispiel. Jetzt geht es wieder ein bisschen, aber wenn wirklich der Untergrund sehr sandig wird, habe ich mit meinen Reifen einfach verloren. Und mit dem ganzen Gewicht, was ich hier habe. Oh, dafür ist der Weg ganz schön. Hund kann mal laufen. Das ist ja auch was. Und diese ständige Gefühl der Lebensgefahr gibt mir den letzten Kick. Das hilft ja auch. Wow. Ich stelle mich heute aufs Wildcampen ein. Wir haben jetzt hier unser kleines, zumindest erstmal Essenslager aufgebaut. Für mich gibt es die Nudel. Die kommt da gleich rein. Meine Gaskartusche ist gleich leer, da haben wir die zweite schon vorbereitet. Ja, für den Hund gibt es hier lecker Schmatzi-Schmatzi. Sitzen. Aber wohl. Also wirklich. Bitteschön. Yes. Ja, ich mache mir schnell Nudel. Wie es danach weitergeht, ich weiß es noch nicht so ganz genau, aber eigentlich würde ich gerne heute noch ein bisschen fahren. Es ist jetzt aber auch gleich schon 19 Uhr. Ja, mal gucken. Campingplatz vielleicht. Ich gucke gleich mal noch ein bisschen. Jetzt gibt es erstmal Happy. Diesmal wieder mit einer kleinen Portion Parmesan, aber mit Basilikum, vegetarisch. Auf jeden Fall essbar und ging schnell. Das ist gut. Das gibt wieder neue Energie. Das hat wieder Kraft gegeben. Das war lecker. Neue Energie. 50 Kilometer haben wir heute bisher. Ich denke mal so 20 mache ich noch. Vielleicht auch nur noch so 15. Je nachdem. Heute ist eher Wildcampen angesagt, glaube ich. Ich gucke jetzt auch gerade gar nicht nach dem Campingplatz. Habe auch gar nicht im Internet geguckt. Stattdessen halte ich jetzt mal links und rechts ein bisschen die Augen offen. Aber hier ist überall nur Feld und Mais, um ja, irgendwo einen brauchbaren Schlafplatz zu kriegen. Vielleicht irgendwo im Wald, vielleicht auch irgendwo am See. Mal gucken, was wir so finden. A few moments later. Das ist jetzt blöd. Mir gerade angehalten, weil ich von hinten ein klapperndes, rauschendes, rascheliges, metallisches Geräusch vernommen habe. Dachte, okay, vielleicht haben wir die Bremse verloren oder irgendwas. Aber nein, der gute Docbus Trend von Trendpad hat genau 1200 Kilometer überlebt. Und jetzt ist der hier einfach mal gebrochen. Kann man sehen. Da kann man das sehen, da gehört der eigentlich dran. Ja, das ist natürlich jetzt ein größeres Problem. Das ist ein größeres Problem. Echte gute Qualität. Ja, was mache ich jetzt? Das ist nicht so geil. Das
Das ist sehr blöd. Ja, hilft nichts. Panzertape, ne? Erstmal. Oh, aber das ist ja nicht reparabel, so wie ich das sehe. Kann man... Obwohl, wenn man da irgendwas reinsteckt, könnte das reparabel sein. Also, dass das kein Rohr mehr ist, sondern dass da irgendwie ein Stück Stahl reinkommt, könnte das wieder halten. Ja, das ist richtig kacke jetzt. Das ist richtig kacke jetzt. Das ist nicht so gut. Nee, nicht so gut. Was hast du dazu so? Egal. Na gut, dann fahren wir so weiter. Ja, wir fahren jetzt mal bis zum nächsten Ort. Der kommt, glaube ich, da vorne irgendwo. Gucke, dass ich dann irgendwo Platz habe. Und dann gibt es jetzt erstmal Reparaturmission. Scheiße. Ich meine, natürlich schade. Sehr schade. Oh Mann. Ich bin nicht sehr glücklich über die jüngsten Ereignisse. Das folgende Knotenpunkt ist. Aber immerhin haben wir jetzt ein neues Sicherheitsmerkmal, nämlich ein akustisches Warnsignal, dass wir kommen. Ja, also denke mal, es wird dann morgen Baumarkt geben, da irgendwie so ein Rohr reinfriemeln und keine Ahnung, mit Panzertape das irgendwie zusammenhalten. Damit habe ich heute nicht mehr gerechnet. Oder auch überhaupt nicht. Damit habe ich nicht gerechnet, dass der Anhänger einfach auseinanderbricht. Wirklich überhaupt nicht mitgerechnet. Klopft die Route noch? Nein, die Route ist kaputt. Sei ruhig. Ja. Ja. Naja, so ist es dem jetzt. Da müssen wir mit leben. Wahrscheinlich ganz normale Materialermüdung. Bin genervt. Aber auch das Problem werden wir lösen mit Hilfe vom Baumarkt. Und Panzertape. Oh, das wird wieder ein Gefusche. Egal, das muss hier nur halten. Gut, noch 2,8 Kilometer bis zum... Das Geräusch hat sich verändert. Nicht, dass es noch mehr kaputt geht. Schleift halt jetzt auch. Wo das schleift, das ist glaube ich nicht so geil. Das ist überhaupt nicht mehr fest jetzt. Ach du Scheiße. Wieso kann ich keinen Meter mehr fahren? Fuck! Ah. Ja, also Problem ist, dass das Ganze hier natürlich jetzt lose ist und das schleift jetzt hier einfach dran. Das ist natürlich nicht so gedacht, ne? Das ist wahrscheinlich auch nicht so richtig gut für den Reifen auf Dauer. Ach nee, das ist so blöd. Ja. Machen kann. Der gute Mann, der da gerade wegradelt, hat mir jetzt ein Stückchen weitergeholfen. Wir haben jetzt hier gerade mal ein bisschen Brainstorming betrieben. Ich glaube, ihr kennt nicht das Bauvideo, aber ich habe hier ja so Zeugs eingebaut aus Aluminiumstangen. Ja? Und jetzt ist es zufällig so, dass man, wenn man diese Aluminiumstange, die ich jetzt schon abgebaut habe, nimmt, ja, dass die dann mit, zumindest mit dem Klettband zusammen, hier so ziemlich genau reinpasst. Ja? Das passt also dann hier rein und das mache ich jetzt auf der anderen Seite auch mit Klettband. Dann schraube ich das hier ab, dann stecke ich das zusammen und mache da so viel Panzertape drum, dass das nie wieder auseinandergehen kann, zumindest nicht an der Stelle. Und hier 500, 800 Meter weiter kommt ein Ort, da wohnt jemand, der wohl eine kleine Werkstatt hat. Der wusste jetzt zwar nicht, ob der Aluminium speisen kann, aber den soll ich morgen mal ansprechen. Und der Campingplatz hier im Ort gehört zu einer Gaststätte, die ist bis 23 Uhr geöffnet. Es ist jetzt 21 Uhr, das heißt, auch da werde ich noch unterkommen. Das wird jetzt gefixt.
Dann geht's zum Campingplatz. Jetzt fängt es an zu regnen. Danke. Das hilft. Das hilft. Ja, also, kleine Herausforderung, kleine Nebenquest, nehme ich an, löse ich und dann wird geschlafen. Dann ist auch gut. So. Ich denke mal, das Ergebnis kann sich sehen lassen. Das ist hier alles super, richtig gut, TÜV geprüft. Mega, mega mäßige Qualität. Zumindest ein bisschen besser als vorher. Wird bis zum Campingplatz reichen. Das war ja eine Aufgabe. Aber mit den zur Verfügung stehenden Mitteln bestmöglich gelöst. Packen wir zusammen und dann geht's zum Campingplatz. Es lächelt wieder. Also unsere Konstruktion hier sieht spannend aus. Ist auch spannend, aber tatsächlich stabil irgendwie ein bisschen. Obwohl so richtig stabil auch nicht, sehe ich gerade. Die ist ganz schön nach oben durchgebogen. Egal, für die paar Meter hat es jetzt gereicht. Ja, und wir haben jetzt schon wieder das Glück. Wir haben jetzt schon wieder so einen schönen Bauernhof. Und da kriegen wir sogar jetzt einen Platz. Richtig, richtig gut. So sieht das Ganze hier aus. Also wieder auf dem Bauernhof. Da sind zwei liebe kleine Hundis, die freuen sich schon, Barney kennenzulernen, aber dürfen die bestimmt nicht. Ja, so, dann gönne ich mir jetzt ein Bier, dann bauen wir uns auf und dann wird geschlafen. Oder Dusche gibt es auch noch, weil es möglich ist. Ihr denkt an die Glocke und das Abo und das, was ihr noch so machen wolltet. Und bis bald.